Sie wollte doch eine Familie. Ja. Was ist das denn für ein Gebäude da? Was ist denn das da oben? Verdammt, wir haben diesen verdammten Koffer da oben noch nicht aufgemacht. Ich habe keinen Dietrich gefunden. Mist. Das sind tote Fische, oder? Das sehe ich erst jetzt. Alter, das sind alles tote Fische. Okay, ja gut. Tanker, wahrscheinlich Öl ausgelaufen. Deswegen ist hier auch alles tot. What the? Hilfe! Naja, oder auch nicht. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Wo bin ich denn hier? Sumpf. Okay, Sumpf ist gut. Naja, mehr oder weniger. Ist das die Scheune mit... Okay, finde ich hier noch irgendwas? Ich gucke mich erstmal gerade um. Ja, okay, ich vermute... Oh, was ist das? Flammgranaten. Flammgranaten ist sehr gut. Okay, das heißt, es wird gleich einen Kampf geben. Gegen Mia oder gegen Evelyn. Ich bin mir noch unsicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jack noch lebt. Also, naja, gut. Weiß man alles nicht, ne? Okay, also irgendjemand ist auf jeden Fall hier. Irgendjemand ist mit dem Hubschrauber hier hingekommen. Irgendjemand hat hier bemerkt, was abgeht. Es ist nur die Frage, ob sie Freund oder Feind sind. Verbesserte Pistolenmuni. Was ist das? 18. Februar 1882. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Toon und Beckford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 1882. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Die wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben. Ich kann hier gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Okay, die haben hier irgendwas gebaut. Abercrombie Salzbergwerk, South Dalby. Kommen wir jetzt noch in dieses Bergwerk rein? Boah, Leute, wie groß ist denn bitte dieses Spiel noch? Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ich kenne dieses Bild aus der ersten Demo. Also nicht ohne das... Aber da war ein Umbrella-Logo oben auf dem Hubschrauber genau zu erkennen. Das sieht man jetzt hier nicht. Alpha One, this is Bravo One. Do you read? This is Alpha One. Report. Did you find anything? Thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Doch, hier lebt noch einer. Zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. Oh, Lucas. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. Lucas. To encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Also hat er irgendwie mit denen zusammengearbeitet oder was? Irgendwie eine verschlüsselte Nachricht von Lucas? Oh, wei. Was ist denn das hier? Also, das ist klar, aber hier. Schiff, Sumpf, Labor. Aha. Sie haben Mias Objekte erhalten. Yes! wobei? Warte, ach so, die sind jetzt alle hier drin, oder was? Ja, oder? Muss doch. 44er Magnum, Flinten, warte mal. Ja, da unten. So, folgendes. Ach du Scheiße, ich habe jetzt alles von ihr, die Bomben. Ach du Heilige. Okay, pass auf. Erstmal Arznei rein. Das ist erstmal wichtig. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt mit? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, ich habe nochmal überlegt. Das hier ist ja eine Flintenattrappe. Und wir haben ja noch diesen Reparatursatz. Erinnert ihr euch noch, als wir am Anfang die Flinte ausgewechselt haben, war das ja eine defekte Flinte. Ich habe den Verdacht, dass man mit dem Reparaturkit diese defekte Flinte reparieren kann und dann lässt man die alte, also die man jetzt hat, zurück und hat dann irgendwie noch eine verbesserte Flinte. Habe ich jetzt einfach mal hier im Verdacht, dass das so ist.
Habe ich echt im Verdacht. Ich weiß noch nicht, Ballon haben wir auch noch. Oh Mann. Na gut, solange eine vordere Reparatierflinte. Ich nehme jetzt erstmal die Flinte mit. Dann nehme ich mit natürlich die Flintenmunition. Ich nehme den Granatwerfer mit. Die Flammengranaten. So, die M19, ist das die kraftvolle, relativ kraftvolle Pistole? Ja, die M19. Ich nehme die Pistolenmuni mit. Warte mal, ich muss kurz was gucken. Verbesserte Pistolenmuni und Pistolen. Habe ich noch verbesserte irgendwo? Hier. Okay, das ist dann zu viel. Dann nehme ich die wieder raus. Gut, Verteidigungsmünze nehme ich mit, definitiv. Das Messer nehme ich mit. Scheiße, ich habe gleich voll. Ein Überlebensmesser. Für Liebhaber sieht noch brauchbar aus. Ist das dasselbe? Warte mal. Ein Taschenmesser. Dann nehme ich das Überlebensmesser mit und lasse das Taschenmesser hier. Ich nehme an, dass das Überlebensmesser mehr Schaden macht. So, Ätzmittel. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ein Maschinengewehr. Eine kleine Pistole mit gewöhnlicher Feuerkraft. Maschinengewehrmunition. Verbesserte Pistolenmunition und das Messer. So, wir haben jetzt noch... Moment. Weil ich weiß nicht, ob der Endkampf jetzt schon kommt. Deswegen starte ich mich schon mal so aus. So, das brauche ich erstmal nicht. Das kann auch weg. Okay. Pistolenmunition. Habe ich noch normale? Hier. Warte mal. So. Dann habe ich das alles auf Maximum. Wunderbar. Das gefällt mir. So, Ätzmittel glaube ich nicht, dass ich das noch brauche. Ich frage mich, ob ich später nochmal ins Schiff zurückkomme. Ich muss dieses eine Kiste hier noch öffnen. Okay, soll ich sonst noch was mitnehmen? Kurbel, Fernrohr, Reparatursatz, Schlüssel brauche ich, denke ich, alles nicht. Schatzfoto. So, antike Münze habe ich 4. Ich habe 4 antike Münzen. Ich gucke mal, ob ich mir davon noch was holen kann. Oh, ich habe noch Flammengranaten. Wie viel kann ich da maximal tragen? 5. Ja, okay, komm. Soll erstmal reichen. So, ich habe noch 4 Münzen. 5, 0 und 3. Okay, was ist da drin? Stabilisator erhöht dauerhaft die Nachlade. Scheiß drauf. Das habe ich schon. Das hat sich irgendjemand genommen. Das ist schon leer. Das sind die Käfige vom Anfang. Das sind die Käfige vom Anfang. Okay, was ist das hier? Erhöht die maximale Gesundheit. Komm, scheiß drauf, oder? Was haben wir denn zu verlieren? Ich kann mir. Nachladegeschwindigkeit, egal. Ich mache maximale Gesundheit. Achso, ich habe die Münzen gar nicht. Moment. Ich mache maximale Gesundheit. Ja. Ich weiß nicht, ob man die auch da einwerfen kann, aber das ist mir dafür... Ich glaube, da war die Magnum drin. Ach ja, die Magnum. Soll ich die auch mitnehmen? Die haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Steroide. So, die nehme ich erstmal. So, das ist, glaube ich, schon der dritte, ne? Ich glaube, 3 haben wir insgesamt. Wir haben 3-mal die maximale Gesundheit erhöht. Das gefällt mir gut. So. Die eine Münze, die wir noch haben, legen wir weg. So, die Magnum. Ich habe nicht mehr so viel Platz, Leute. So, Magnum-Munition. Wo ist die? Ich gucke gerade mal. Pistolen-Munition. Wo ist denn die Magnum-Munition? Hier. 2. Ich habe insgesamt 6 Schuss für die Magnum. Okay. Mal gerade was. Kann ich die irgendwie... ach nee, ich muss die auf so eine Dings legen. Warte mal. So. Alter, die braucht richtig viel Platz, ne? Kann ich die nochmal nachladen? So. Dann habe ich die Muni nämlich nicht mehr da drin. So. Die Magnum... warte mal. Den Granatwerfer lege ich mal kurz... Halt. Den Granatwerfer lege ich mal kurz hier unten hin. Pistole dahin. Warte mal, machen wir das mal so. So, jetzt habe ich noch 5 Plätze frei. Wunderbar. Okay. So, speichern. Achso, halt, ich speichere mal hier unten. So, wo kommen wir jetzt hin? Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen werden. Sumpf. Irgendwo anders geht es jetzt auf jeden Fall hin. Irgendwo ist hier noch eine... Das ist das Foto. Ich glaube... Achso, das ist hier, oh, guck mal, wer da steht.
Guck mal, wer da steht. Ach, Mist. Ach, die sind so gemein, dass man für manche Sachen einfach die Pistolenmunition opfern muss. Ist so gemein einfach. Das ist so gemein. Naja, okay. So, ich bin gespannt. Gerade noch einmal speichern. Falls ich nochmal lade, werde ich das nämlich mit Sicherheit vergessen, den nochmal abzuschießen. So, okay. Okay. Komme ich jetzt wieder zurück zum Haus der Bakers? Also wir sollen ja die Familie Baker befreien. Also das heißt, der Vater lebt irgendwie noch in diesem ganzen... Ich denke mal, das ist ein zusammenhängender Organismus. Dieses schwarze Zeug. Und wie gesagt, ich denke, dass irgendwo der Vater da auch noch drin lebt. Und auch die Margaret und alle, die leben irgendwo noch da drin. Ach, natürlich. Fick dich. Taumel nicht so viel, ich will dich treffen. Verdammt. Kann wohl nicht sein. Jetzt schieße ich hier wieder so schlecht. Boah, wie viel kommen da? Alter Finne. Das sind viel zu viele. Kann ich dir an denen vorbeilaufen einfach? Kann ich nicht einfach an denen vorbeilaufen? Sie können Bomben mit... Achso, ja. Ich will die gar nicht alle töten. Oder ich mach die mit der Schrotflinte platt. Wie viel habe ich für die Schrotflinte? Ich habe richtig viel eigentlich für die Schrotflinte. Komm, ich mach die mit der Schrotflinte platt. Was soll das denn? Was soll das denn? So. Alter, schaut euch an, wie viel da rumstehen. Großer Gott. Ich könnte auch versuchen, die auf eine Stelle zu locken und wegzusprengen. Oder mit dem Granatwerfer eins überzupelzen oder so. Das könnte ich natürlich auch probieren. Ich versuche durchzulaufen. Ich glaube, ich muss ja zu dem Aufzug, ne? Ja. Okay, maximal 4 Schuss kostet mich das, wenn ich richtig treffe. Genau wie so, okay. Scheiße. Mist! Ich habe daneben geschossen. Leeson, lässt du mal bitte nach. Ich hätte einfach nur sauber treffen müssen. Scheiße, was macht ihr da? So. Mist. Jetzt habe ich doch mehr Schuss verbraucht, als ich wollte. Egal. So. So, da ist noch einer. Hals, Maul. So. Okay. So. Was? Hehe, tja, da war ich wohl zu weit weg, wa? Stirb doch mal! Alter, das gibt's doch nicht. Was? Oh. Mann, was ärgert mich das? Okay, wir haben aber noch ein bisschen Chemikalie gerade bekommen. Das heißt, wir können uns Munition machen. Flix und zugenäht. Maschinengewehr-Muni. Okay, sollte ich vielleicht doch das Maschinengewehr mitnehmen? Wir haben so viel Munition dafür. Ja, das ist natürlich für Leute, die das Spiel schon kennen, ist das natürlich super. Die wissen ganz genau, was hier kommt. Die wissen, was sie mitnehmen müssen und. Aber für mich ist das natürlich noch alles blind und deswegen... Okay, warte. Schießpulver habe ich keins eingesammelt, ne? Ah, ich habe zu wenig Platz. Okay. Wie komme ich hier überhaupt weiter? Alles klar, ich verstehe. Nichts drin, okay. So, da liegt noch Chemikalie, wie gesagt. Wir müssen nochmal zur Kiste, es hilft nichts. Alter, wie viele Zombies hier rumgestanden haben gerade. Oh Mann.
Stell dir mal vor, du hast keine Muni mehr und musst hier durch. Na, Brustmahlzeit, sag ich dazu nur. Ich glaube tatsächlich, desto kraftvoller die Pistole ist, desto weniger Munition kriegt man rein. Könnte das sein? Weil wir haben ja eine mit 10 Schuss Magazin. Eine mit 7 und die andere gehen, glaube ich, 7 oder 9. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingehen. So, pass mal auf. Wie viel Heilung habe ich denn noch? Ich habe zweimal starke Heilung. Und wir haben hier noch ein Kraut. Und wir haben hier nochmal 3. Okay, dann mache ich keine Heilung, dann mache ich Munition. Ganz ehrlich, dann mache ich Munition. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Pistolenmunition ist noch 4. Was ist das hier? Maschinengewehr. Auch weg. Erstmal. Dann. So, wo habe ich denn... Ich habe noch irgendwo Schießpulver. Das habe ich eben gesehen. Irgendwo müsste noch welches sein. Wir hatten ja so viel davon. Festbrennstoff. Oder habe ich das schon alles verbraten? Das kann ich mir eigentlich... Ne, da ist es doch. So. Okay. So. Zack. Zack. Wunderschön. So gefällt mir das. Ich glaube, ich hatte hier auch noch normale Pistolenmuni, ne? Jawohl. Hier habe ich nämlich nochmal einen 30er. So. Wunderschön. Das gefällt mir. So, dann haben wir verbesserte. Das, das, das. Und dann haben wir wieder 5. Okay, wunderbar. Wobei ich echt am Überlegen bin, doch die Maschinenpistole mitzunehmen. Ich habe so viel Munition dafür. Ich weiß es doch nicht. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ich muss mal gerade gucken. Boah, ich nehme auch schon wieder über 1,5 Stunden auf. Das Bergwerk untersuchen. Alter, wir kommen wirklich ins Bergwerk. Wie krass. Vielleicht ist ja da das Labor von Umbrella. Wer weiß. Ich bin schon sehr gespannt, Freunde. Das Bergwerk untersuchen. Oh Gott, oh Gott. Gut, da unten wird ja wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit sein, zu speichern. Ich glaube nicht, dass das hier der letzte Speicherpunkt war. Vielleicht hätte ich auch noch den Granatwerfer hier gar nicht gebraucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bergwerk. Oh. Das erinnert mich an Resident Evil 4. Da waren wir auch in einem Bergwerk. Und bei Revelations 2. Da war auch ein Bergwerk. Ach du Heilige. Wenigstens ist das Licht wieder angegangen. Hallo Bergwerk. Sieht nach Salzbergwerk aus, oder? Ja gut, kann jetzt auch anderes Gestein sein. Aber dass es so weiß ist, könnte Salz sein tatsächlich. Das wird Sehr gut. Sehr gut. So gefällt mir das. Nur tote Zombies sind gute Zombies. Ja, ja, ihr glaubt wohl auch, ich bin bescheuert, ne? Ich finde es halt nur merkwürdig, wenn die Bomben in einer gewissen Höhe angebracht sind. Dann mache ich mir immer Sorgen, dass hier irgendwas rumläuft, was das eventuell aufgehalten werden soll. Komm. Wir machen es jetzt einfach mal. Na komm. Hehehehe. Ich beide erwischt? Nein. Ah, schade. Aber jetzt. Das hat gut geklappt. Das würde ich so unterschreiben. Das ist, so gefällt mir das, wenn das so funktioniert. Wo geht denn der Draht hin? Vorsicht. Ich muss erst gucken, wo der Draht hingeht. Ich sehe das hier leider nicht mehr, wo der verschwindet. Der geht aber nicht zur Kiste, oder? Ich habe Schiss, dass ich die Kiste kaputt mache, dass das dann den Draht berührt. Gott sei Dank. Okay, hat geklappt. So, okay, dann hätte man die schön hier in die Fallen locken können. Das finde ich absolut spitze. Hier wäre auch noch eine gewesen. Also man hat hier genug Möglichkeiten. So, was ist jetzt hier mit dem Schacht hier? Was ist das? Was ist das für ein komischer Schacht hier? Ich glaube, der ist Unbedeutung, oder? Der macht, glaube ich, nichts. Salzbergwerk, alter Schwede. Das
würde mich nicht wundern, wenn die hier unten ein Labor hätten. Aber Lucas hat definitiv irgendwas mit denen noch am Hut. Der hat ja, die haben ja eben gesagt, er hätte eine verschlüsselte Nachricht geschickt oder abgefangen. Irgendwas war da. Ich konnte es leider nicht so richtig zusammenreimen.